Kalle, du musst Lars missverstanden haben. Ich wollte dich mit Lars verkuppeln. Warum sagst du nicht, wie es ist? Siehst du? Er gibt es sogar zu. Ich habe eingesehen, es war eine Schnapsidee. Lars und ich, wir haben das nicht ernst genommen. Wir haben uns sogar totgelacht darüber. Es ist wirklich sehr nett, wie du deinen Vater plötzlich in Schutz nimmst. Ist Ihnen eigentlich klar, wie sehr Susanne darunter leidet, dass Sie sich ständig in unsere Ehe einmischen? Langsam sollten Sie sich aber mal entscheiden. Erst ist es Ihnen zu wenig und jetzt zu viel. Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Sie werfen meinem Vater vor, er hätte Ihre Ehe zerstört. Moment, da ist nichts vorzuwerfen. Das war so. Und jetzt erwarten Sie von mir, dass ich mich mit Ihnen versöhne, während Sie weiterhin versuchen, unsere Ehe zu torpedieren. Ich habe gesagt, dass es ein Fehler war. Also für Heuchelei wird mir schlecht. Carla! Also, auf ein Gespräch von solchem Niveau kann ich mich nicht einlassen. Ich zahle. Ein andermal vielleicht, entschuldigt mich. Und was hat Lars noch gesagt? Dass sein Vater für euch Essen vorbereitet hat, reicht ja wohl. So viel Sinn für Romantik hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich verstehe deine Wut, aber die Sache ist ein Vierteljahr her. Bitte reg dich nicht auf. Ich reg mich auch nicht auf. Angelo? Bitte bringen Sie meiner Gattin Tee. Was soll ich denn bitte mit Tee? Der beruhigt dich. Also, keinen Tee? Sag dich doch. So ein bisschen Aufregung wird das Kleine schon vertragen. Du musst dich schon. Ich kann mich aber trotzdem nicht von allem Unangenehmen fernhalten. Also, warum hast du mir nicht schon früher davon erzählt? Weil es für mich eine Lappalie war. Und mein Vater meinte es wirklich ernst mit der Versöhnung. Leider fällt es mir schwer, das zu glauben.